Liebe Zuschauer, diese erste Maiwoche des Jahres 2020 war eine ganz besondere. Nicht nur unsere Landwirte freuten sich, dass es wenigstens ein paar Tage lang regnete. Auch viele andere Bevölkerungsgruppen haben Anlass zum Optimismus. Denn der Lockdown steht auf dem Prüfstand und Bayern löst sich von weiteren Maßnahmen, die das Land monatelang lahmgelegt haben. So hob die Staatsregierung die seit März geltenden Ausgangsbeschränkungen auf. Ab dem Wochenende sind Besuche in Kliniken und Pflegeheimen wieder erlaubt. Kinderspielplätze dürfen öffnen und auch der Schulalltag soll bis Mitte Juni ein Stück weiter zurückkehren. Am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass ab Montag Geschäfte unabhängig von ihrer Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen und der Breitensport zu seinem Recht kommt. Denn all das, was die Staatsregierung am Dienstag bekannt gab, haben wir Freien Wähler bereits über Ostern in Gestalt eines groß angelegten Drei-Phasen-Konzepts zur Beendigung des Ausnahmezustands ausgetüftelt und vorgestellt. Das brachte uns in dieser Woche steigende Umfragewerte und sogar mancher Landtagsjournalist hat uns gelobt und das tut gut. Wir haben aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir der schwer getroffenen Touristik in Bayern eine Perspektive eröffnen müssen. Glücklicherweise konnten wir auch hier deutliche Erleichterungen erreichen. Ab 18. Mai dürfen Restaurants ihren Außenbereich öffnen und auch Biergärten bald wieder besucht werden. Das war bei aller gebotenen Vorsicht höchste Zeit. Denn es geht um das Einkommen von nicht weniger als 600.000 Menschen und ihren Familien. Ich verspreche euch, wir Freien Wähler werden alles daran setzen, dass Bayern Tourismusland Nummer 1 bleibt. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.